So, meine Freunde, ein Titel, auf den ich mich wirklich sehr freue. Und zwar Mafia. Und zwar einfach nur Mafia. Einer der wirklich absolut geilsten Titel, die jemals erschienen sind. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe es so gefeiert zum Release. Die Musik, die Atmosphäre. Einfach alles, die Story, absoluter Wahnsinn, ihr werdet es sehen, wir werden es zusammen erleben. Ich habe damals wirklich, ich habe das so hart gesuchtet. Und wir werden jetzt natürlich gleich von vorne anfangen. Ich habe ja auch nur zu Testzwecken das Spiel gestartet gehabt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Wir haben natürlich den Soundpatch drin. Wir spielen die Version von GOG.com. Die ist für Windows 10 gefixt. Für alle, die das Spiel gerne kaufen würden, GOG.com. Dort könnt ihr es erwerben. 10 € kostet es, glaube ich. Es fehlen allerdings Musikstücke, und zwar welche, wo es lizenzrechtliche Probleme gab. Aber wo Musik, ich werde vielleicht mal ein klein wenig leiser machen. So, Blutlevel natürlich hoch. Wie ich das gehört. So, die Musik muss ich selber. Dann machen wir mal die Soundeffekte ein bisschen höher, machen die auch runter. Sprache lassen wir natürlich schön weit oben. So. Also wie gesagt, ein wirklich richtig gutes Spiel. Und keiner, wirklich keiner der zwei Nachfolger ist diesem Titel auch nur annähernd würdig. Die 2 ist nicht schlecht, aber ignorieren wir das einfach. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen über die 2. Die 3 redet man gar nicht, die ignorieren wir einfach, die gibt's nicht. So, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit dem neuen Spiel an und dann geht's auch wirklich gleich los. Ich freue mich wie ein Froschkönig. Neues Spiel.
Detective Norman, darf ich mich setzen? Was ist laut? Ich bin spät dran, aber ich wollte nicht gesehen werden. Sie wissen, was ich meine. Was kann ich Ihnen bringen, Sir? Nur einen Kaffee. Kommt sofort. Mit Leuten wie Ihnen gebe ich mich sonst nicht ab. Ich habe Ihnen ein Geschäft anzubieten, Detective. Ich bin kein Geschäftsmann. Und selbst wenn ich einer wäre, würde ich mit Ihnen keine machen. Ich mit Ihnen normalerweise auch nicht. Aber das hier ist ein Sonderfall. Gut für Sie und Ihre Vorgesetzten und gut für mich. Es geht um eine Art Tausch. Tausch? Nun, ich bekleide eine Führungsposition in einer nicht ganz legalen Organisation. Es ist eine dieser Organisationen, von denen Leute wie Sie gerne mehr wissen möchten. Und andererseits möchte ich aus bestimmten Gründen nicht... Hier, Ihr Kaffee, Sir. Danke. Ich möchte mich aus bestimmten persönlichen Gründen von dieser Organisation distanzieren. Es ist nicht leicht, aus dem Geschäft auszusteigen. Sie wissen, was ich meine. Ich habe eine ungefähre Vorstellung. Sie haben eine Kugel im Kopf, wenn Sie nicht schnell verschwinden. Stimmt's? Das ist nicht der einzige Grund. Haben Sie Kinder, Detective? Ich habe Frau und Tochter. Und ich will nicht, dass Sie wegen mir Probleme kriegen. Und ich kann nicht jedem gewöhnlichen Kriminellen Schutz bieten. An Ihre Familie hätten Sie früher denken sollen, ich... Ja, sicher. Hören Sie, ich will nichts geschenkt. Also, hier ist mein Vorschlag. Sagt Ihnen vielleicht der Name Salieri etwas? Salieri? Natürlich tut er das. Bringt Sie etwas mit ihm in Verbindung? Kann man so sagen. Ich habe mehrere Jahre für ihn gearbeitet. Jetzt will er mich ausschalten. Wenn Sie mich und meine Familie schützen, sage ich Ihnen alles. Namen, Daten, Fakten, alles. Genug, um ihm lebenslänglich zu geben. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Wenn ich damit zum Chief gehe, muss ich alles wissen, was Sie wissen. Ich muss sicher sein, dass Sie vor Gericht aussagen. Klar, wenn Sie Zeit haben, erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Und alle Dinger, die wir über die Jahre gedreht haben. Gut, ich habe Zeit. Ich bin ganz Ohr. Angebot, das man nicht ablehnen kann. Herbst 1930. Ich war mal Taxifahrer. Ich mochte den Job, auch wenn ich nicht viel verdiente und von morgens bis abends arbeitete. Es war keine gute Zeit und anderen ging es schlechter als mir. Durch das Taxifahren geriet ich überhaupt erst an Salieris Leute. Eines Tages hatte ich Pause und ruhte mich gerade aus. Da hörte ich einen gewaltigen Knall. Sam, mich hat's erwischt! Verdammt! Reiß dich zusammen. Da ist dein Taxi. Wir schaffen das. Mir war klar, dass sich diese Typen aus dem Staub machen mussten. Also verhielt ich mich kooperativ. Schon um kein Loch in den Kopf geschossen zu kriegen. Fahr los. Komm schon. Wohin? Egal wohin. Schnell. Und zwar richtig schnell. Schneller als Sam hier war. Ich bin schneller gefahren als je in meinem Leben. Mir war egal wohin, solange wir Abstand zu den Herren gewannen, die hinter uns her waren. Jetzt pass gut auf. Wir müssen die Typen hinter uns abschütteln. Wenn du das nicht schaffst, ist es aus mit uns. Und damit meine ich auch dich. Also gib Gas, Junge. Ja, ich fahr schon. Wir sind erledigt. Oh Gott. Gib Gas, Mann. Nein. Kannst du nicht schneller fahren? Gib mir Mühe. Mach sie fertig, Sam! Willst du dir das Fell durchlöchern lassen, Mann? Mein Taxi! Drück drauf, die sind immer noch da. Wir sind erledigt. Gib Gas, sonst mache ich dich noch vor denen kalt. Stirb! Tu, was ich kann! Willst du dir das Fell durchlöchern lassen, Mann? Schneller! Doch, ich kann's nicht. Oder doch? Komm ich hoch? Nein, ich weiß nicht. Ich komm hoch. Gib Gas, Mann!
Ja, das hat absolut spitze funktioniert. Ich würde jetzt aber gerne erstmal einen kleinen Moment leiser machen. Wir sehen hier das fabulose Intro nochmal. Option. Audio-Grafik. Boah, dann probieren wir das mal. Jetzt pass gut auf! Wir müssen die Typen hinter uns abschütteln. Wenn du das nicht schaffst, ist es aus mit uns. Und damit meine ich auch dich. Also gib Gas, Junge! Oh, nicht dann weg! Wir sind erledigt! Okay, okay, gib Gas, wenn du deinen Arsch retten willst! So gekonnte Kerl, wir sind erledigt! Du bist laut, ey. Na mach schon, die sind noch an uns dran! Nehme ich irgendwo die Gesamtlautstärke? Runter! Mein Taxi! Hier komme ich lang, das weiß ich noch. Hier kann ich lang fahren. Pass auf, aus dem Weg! Du fährst wie ein Anfänger! Jetzt! In der Taxischule lernt man nicht, wie man von Gangstern abhaut, meine Freunde. Bitte, wir haben es geschafft! Gute Arbeit, Bruder! Jetzt bring uns zu Salieri's Bar, ich zeig dir den Weg! So, man kann eine Karte öffnen, genau so. Ich muss auf die andere Brückenseite, das heißt, ich fahre hier, bis die Bahn kommt und dann... ein blöder Weg, oder? War schon am dürfsten. Ja, immer geradeaus. Oder der Brücke durch und dann rechts hoch einfach. So. Ey, wo holst du mich gerade? So, ein paar kleine Eigenheiten zu diesem Spiel. Bitte, können auch hier gleich lang. Einmal rechts, einmal links. Paar kleine Eigenheiten. Man hat jetzt hier oben diese kleine Stoppuhr. Ja, das ist praktisch unsere Zeitvorgabe jetzt, um da anzukommen. Wenn man das nicht schafft, ist die Mission auch vorbei. Das ist aber in der Regel mehr als genug Zeit. Also daran sollte es weniger scheitern. So. Hier vorne dann links. Und dann gehen wir schon über die Brücke. Nein! Wow, Entschuldigung! Jetzt gehen wir rein. Nein! Ich muss jetzt auch mal die Steuerung gucken. Dann Steuerung, gehen rein, zu Hause zu spielen, 10 auch schon. Hoch scrollen, Inventar. Sonst ein Stadtplan. So, Auto. Handbremse leer, Tempo hochschalten, runter. Linken Punkt und Komma gucken. Runter war jetzt. Genau. So, jetzt müsste er alleine schalten wieder, man muss da bloß einen Rückwärtsgang einlegen. Warum habe ich jetzt kein Automatik mehr? Und Auto. Manuelle Automatik M. Ah, ich habe für uns M gedrückt, ja. Ich habe für uns M gedrückt, weil ich die Map gesucht habe. Auf M. Macht ein bisschen Sinn, aber ja nicht so. Dann F5 war der Bomat, sehr schön. Da suchen, das ist auch ganz wichtig. Extrem wichtig sogar. Wo willst du denn hin? Hä? Zu Salieri. Dann wir fahren dann hier vorne gleich rechts und dann durch den Tunnel. Sollte so eigentlich funktionieren. Oder? Ja. Wir werden noch genug Möglichkeiten haben, die Stadt kennenzulernen. Bei Tag und bei Nacht. Ich glaube aber nicht bei dynamischen Licht. Nicht wechseln. Ich glaube die Tageszeit ist immer fest pro Mission. Und im freien Modus glaube auch.
wählt man es vorher aus und was rutschen denn die Auto? Denn die Kamera wechseln. Sei gut. Gibt's richtige Flashbacks hier beim durch die Stadt fahren, das ist wie gesagt, ich liebe dieses Spiel. Dann wir erstmal die zwei guten Herren hier nach Hause fahren. Du Salier. Wir haben ja schon jetzt gleich ganz am Anfang erfahren. Wir rutschen in das Ganze, beziehungsweise wir rutschen nicht rein. Wir steigen aus, indem wir uns an die Polizei wenden. Aber die große Frage ist jetzt natürlich, wieso? Wieso tun wir das? Jetzt hier rechts dann gleich irgendwo reingehen. Ah ja, gut, Herr Affan reicht schon. Endlich sind wir zu Hause. Warte hier, Junge. Sam holt dir ein kleines Präsent von Mr. Salieri. Hauptsache, es kommt nicht in kleinen Kügelchen geflogen. Danke für deine Hilfe. Texturen flackern irgendwie ein bisschen, oder? Aha, zu doof. Mal gucken, ob das bis jetzt stürzt er nicht so wirklich. Mr. Salieri dankt dir, ebenso wie Pauli und ich. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Dienste und für dein beschädigtes Taxi. Es sollte reichen. Ja, natürlich, danke. Richten Sie Mr. Salieri meine Grüße aus. Mr. Salieri richtet dir aus, dass er sehr dankbar ist. Solltest du jemals etwas brauchen, kannst du wiederkommen und Mr. Salieri um Hilfe bitten. Mr. Salieri vergisst niemals Freunde, die ihm einmal geholfen haben. Wenn du interessiert bist, könnten wir vielleicht sogar einen Job für dich finden. Mr. Salieri zahlt gut. Wir haben immer einen Job für Leute, die so gut sind wie du. Okay, ich denke darüber nach. Danke. Echt nett. Danke. Ich gehe jetzt besser den Wagen reparieren und so. Okay, verstehe. Denk einfach drüber nach. Und ich hoffe, dir ist klar, dass die Sache unter uns bleibt. Pass auf dich auf. Ich glaube nicht, dass wir so eine große Wahl haben, was das Ganze angeht. Als ich den Umschlag öffnete, bekam ich fast einen Herzanfall. Es war mehr, als die Reparaturen kosten würden. Aber ich dachte nicht eine Minute über ihr Angebot nach. Ich wollte nicht mit Gangstern arbeiten, selbst wenn sie noch so viel Geld hatten. Besser arm und am Leben als reich und tot, oder? Ich lasse mein Taxi reparieren und versuche, alles so schnell wie möglich zu vergessen. Wie meine Mutter immer gesagt hat, man kann nie voraussagen, was Gott noch für dich auf Lager hat.